Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, und schön, dass ihr am Start seid. Viele von euch, die mich schon lange verfolgen, wissen ganz genau, Maximus liebt es, mit dem Gliederzug und mit der Wechselbrücke unterwegs zu sein. Oft genug habe ich mir so vorgestellt, ach, wie wäre es denn mit so einem Container oder andere Aufbauten? Und im Steam-Workshop gibt es einen kleinen, feinen Fix, der jetzt hier Rollcontainer ins Spiel bringt. Ja, hier, einen wunderschönen Rollcontainer. Ihr braucht natürlich die Links unten in der Videobeschreibung. In Steam Workshop ist dieser Mod. Dafür nochmal vielen, vielen lieben Dank. Aber nicht nur der LKW, sondern die Standard-LKWs, die man da auch schon nutzen kann. Auch der Trailer von Krone, da kann man auch nochmal einen Container setzen. Man kann den auch noch als, ja, ich würde mal sagen, Screenshots, habt ihr bestimmt bei mir auf den Bildern gesehen, den Container, naja, auch daneben stellen, etc. Aber ist ja nicht zielführend. Aber trotzdem finde ich das cool, dass wir jetzt so eine Rollcontainer im Spiel haben. Und ihr könnt ja mal gerne reinschreiben, würdet ihr sowas gerne von SCS haben wollen? Dass sie vielleicht dynamisch runter und hochfahren? Oh, wie geil wäre das? Okay. Aber wir sind auf der 1.50. Das bedeutet, wir werden jetzt erstmal unseren Auflieger hier holen oder unseren. Auflieger, sage ich schon. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, wir sind in 1.50. Funktioniert alles ohne Probleme. Der 2-Body-Mod mit den ganzen, naja, anderen Sachen, ne, mit den Krone. Ihr sollt auf jeden Fall das Krone-DLC haben. Aber Link unten in der Videobeschreibung, dann könnt ihr das auf jeden Fall selbst mal ausprobieren. Ich mach mal Warnblinkanlage rein und setzt mich nach innen, um mal zu gucken, wie ich das alles hier hinkriege. Oh, da hinten. Uiuiui, muss ich jetzt wieder ein bisschen einlenken? Noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, 1.50 experimentell und viele Mods funktionieren bei mir noch. An dem Spielstand bin ich jetzt, glaube ich, bei 78, 79 Mods, die ich jetzt momentan hier im Spiel verwende. Und jetzt bin ich schon irgendwo gegengefahren. Ach, ich bin schon dran. Uiuiuiui, da habe ich mich ja ganz schön verschätzt, ne? Also, uiuiui. Naja, ich mag es eigentlich, oh, auf der Seite hier rauszugucken. Schauen wir mal, ob das jetzt hier hinhaut. Ja, es wurde quasi dieser Auflieger ein bisschen angepasst. Ja, ein anderer Container rauf und. Wir können uns das ja gerne mal im Menü angucken. Ich muss aber selber jedes Mal gucken, muss ich ehrlich sagen. Ich muss da immer ein bisschen so hin und her, Aufliegermanager. Und wenn ich jetzt diesen Auflieger hier nehme. Ja, ihr seht noch, da bin ich mal mit einem Wintermod unterwegs gewesen. Und dann könnt ihr quasi hier vorne nochmal das ein anpassen. Und zwar das hier. Zack. Und dann habt ihr die verschiedenen Versionen, die wir hier ja, nutzen können. Dann gehen wir einfach hier hinten hin. Und dann sind halt rostige, ja, oder halt rot. Und das meinte ich. Damit habe ich jetzt den Screenshot gemacht. Ich habe eigentlich mal gedacht, dass der noch so halb oben ist. Aber es gibt halt quasi daneben gestellt. Oder halt ja, auf den LKW drauf oder auf den Auflieger oder Anhänger. Ja, einmal mit dem Bügel, einmal ohne Bügel. Kann man dann quasi machen, wie man möchte. Und dann hat man hier auch sogar noch ein paar Firmen zur Auswahl. Finde ich auf jeden Fall sehr cool, dass man den so jetzt hier nutzen kann, so ein Rollcontainer. Der ein oder andere hat sich damit bestimmt auch schon mal befasst, mit sowas, und ist vielleicht sowas sogar schon mal gefahren, ne? So, wir werden jetzt aber hier außen lang fahren. Wir sind gerade in Duisburg und werden jetzt nach Köln runterfahren. Ihr seht schon, 92%. Deutschland sind wir bei 88,12. Also gerade jetzt werden wir mal eine andere Tour machen, um mal zu gucken, wie sich das hier alles verhält. Im Endeffekt ist ja nur ein anderer Aufbau, ne? Nur ein ganz normaler anderer Aufbau. Man sieht ja auch hier überall die Wechselbrücken. Ach, wann das nun kommt, wir haben ja schon lang und sehr oft darüber geredet. Und umso mehr man das quasi noch bequatscht, umso mehr kann es sein, dass man gar nicht mehr weiß, wer hat das jetzt erzählt, ne? Aber ja, wird schon irgendwie. Ups, hier los, wo fahren die denn lang? Ist hier noch eine Secret Route? Warte mal, kann ich hier lang fahren? Ist das eine Secret Route? Oder? Ach nee, ich habe die X ja weg. Ich habe die X weg, deswegen mache ich das jetzt ja nicht. Nee, 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 nee. Das mache ich jetzt nicht. Ich habe die X weggemacht, deswegen machen wir das mal.
Ich hätte jetzt gedacht, dass ich verhofft habe, aber schieben wir mal zur Seite. Was mir jetzt auffällt, ich habe hier die Anzeige auf dieser Seite. Was ich auch merkt habe, die neuen Namensschilder drin, irgendwie, ich finde es zwar cool, dass man jetzt den Namen so, ja, irgendwie nur so sieht, aber erkennen lässt sich das nicht mehr so richtig, ne? Ja, aber man hat schon so oft über gewisse Sachen geredet und man merkt, so oft wie ich das schon wiederholt habe, reden die anderen das auch schon so, plappern die es immer so ein bisschen nach. Also jeder sollte auf jeden Fall seine eigene Meinung da zu gewissen Sachen haben. Aber ich könnte mir oder hätte kein Problem, wenn wir Wechselbrücken, wenn das jetzt der ausschlaggebende Grund wäre, warum man noch keine Wechselbrücken hier im Spiel hat, weil man noch keine Mehrfachfrachten, also LKW und Trailer getrennt machen kann. Also als Alternative hätte ich jetzt kein Problem, das einfach mal nur so zu fahren. Also, ne? Aber ja, vielleicht wartet man da erst, um den Frachtmarkt noch ein bisschen umzubauen. Wir gucken mal. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, noch 10 Jahre. Mal gucken, ob der Euro Truck Simulator die nächsten 10 Jahre auch noch Bestand hat. Ja, das wäre auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, ob es so viele Spiele gibt, die noch so alt sind, dass da halt die Leute immer noch aktiv am Daddeln sind. Ja? Und das immer weiter mit Upgrades und Updates versorgt werden. Da können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen glücklich sein. Ne? So, dann fahren wir erstmal hier raus. Schön gemütlich durch Deutschland. Nehmen das hier gemütlich am Montag auf. Ach hier, guck an. Großes Werk. Was ist denn das da hinten? Das habt ihr bestimmt schon mal irgendwann gesagt, ne? Dieses große Kohlewerk da oder Stahlwerk. Vielleicht von ThyssenKrupp oder sowas. Naja. Könnte sein. Ja, Schwerindustrie hier im Ruhrpott. Jetzt fahren wir erstmal hier hinten lang und müssen mal gucken, auf welcher Autobahn wir sind. Lenkrad kann ich gar nicht mehr so richtig einsehen. Ah, 75 habe ich jetzt eingestellt. Wir haben jetzt nicht so viele Kilometer, aber egal. So, am Rhein und ich weiß genau, oh, cool, dass ich irgendwann mal, wo ich in Duisburg in so einer Neubausiedlung, also so Reihenhäuser haben sie da gebaut, neue Reihenhäuser, das wurde irgendwie alles durch Familien irgendwie Häuser gekauft. Ja, waren meistens immer türkischstämmig. Ja, meine Güte. Die waren total korrekt, muss ich ehrlich sagen. Die waren echt cool drauf. Da haben wir noch nebenbei noch ein paar Wände so gemacht, ne? Ja, so. Und die haben da ein schönes Fest draus gemacht. Das fand ich echt. Ja, auf jeden Fall waren 30, 40 Leute da. Noch keiner richtig eingezogen. Trotzdem waren wir alle da, haben den Grill angehauen und dann wurden wir herzlich eingeladen. Nee, worauf ich hinaus wollte. Wenn wir dann doch mal am Wochenende da blieben in Duisburg und am Sonntag durfte es ja nicht arbeiten, ja, und dann bin ich einfach an den Rhein und habe mich da schön am Rhein hingesetzt und erstmal schön die Seele baumeln lassen. Und ja, da konntest du ja nichts anderes machen. Ja. Mit den Alten vom Bau irgendwo auf Disco gehen am Samstagabend? Nee, das hast du nicht gemacht. Außerdem, du warst Samstag bist du auch arbeiten gewesen. Ja, da hast du bis Abend gemacht, um die Fristen reinzukriegen. Ja, wenn Zeitverzug ein Abfahrtsplan war. Und dann hast du Sonntag einfach mal bis um 10 in der Sichel liegen. Ja, es war jetzt auch nicht so, dass wir wirklich so oft da blieben. Ne? Das ging eigentlich. Wenn da mal ein Quartal eben mal am Wochenende da warst, ja, oder vielleicht mal zweimal, ja, kommt immer so ein bisschen drauf an. Aber ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut hier mit diesem Rollcontainer. Schön 1.50 Beta oder experimentelle Beta. Das sieht schon cool aus, ne? Wie geschmeidig der Maximus hier fährt.
Hätte jetzt nicht gedacht, dass so viele Mods trotzdem noch funktionieren. Wenn ich jetzt hier in die Fehler, ja, das Ding hier mal aufmache, dann wird man wahrscheinlich alles rot sehen. Deswegen lasse ich das einfach mal. Ja, und bin ja gespannt. Also jetzt, wo ihr dieses Video seht, ich will ja, vielleicht war der eine oder andere, könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr auch mitgefahren seid. Am Montag wollten wir ja mal ausprobieren mit mehreren Leuten, also mehr wie 8, den Konvoi-Modus mal zu fahren. Und ich hoffe nicht, dass es ein absolutes Chaos wurde und das Spiel andauernd abstürzt. Na, wie gesagt, das ist alles noch Beta, Test. Und ja, kann gut gehen, muss nicht gut gehen. So, aber wir fahren jetzt erstmal schön durch. Ich denke mal, ein Stück durch die Niederlande sind wir unterwegs gewesen. Ne? Ich glaube, ein bisschen durch die Niederlande sind wir gefahren. Hier dort oben, wo das Kreuz ist. Wir sind auf der. Boah, ich erkenne das gar nicht. Wir müssen mal auf die Schilder gucken, auf welche A ich bin. Ich glaube, ich fahre ein bisschen zu schnell, ne? Aber hier steht nur 80. Aber Baustelle, darf ich doch keine 80 fahren, ne? Warum haben die hier? Jetzt haben sie weiter keine Einblendung hier reingemacht, ja. Das, mehr sieht man hier erstmal nicht. Ja, den ganzen Bereich werden sie auch noch alles überarbeiten. Also es wird sich noch. Um die nächsten Jahre hat SCS noch zu tun, das alles zu überarbeiten. Ach, naja. Alles wieder neu. Wir sind auf der. Was war das? 61? 41? Was haben wir überhaupt noch an Kilometer? 100 Kilometer noch. Na, siehste, sind wir doch gleich da. Werden wir auch nicht so, so sehr in die Länge ziehen. Der Tag, wo ich heute hier wieder aktiv bin, ist wieder langer Sprechtag. Ich bin auf der 61 und wir fahren dann auf die 4 Richtung Köln. Ja, dann fahren wir mal schön durchs Ruhrgebiet mit dem Abrollcontainer. Ja, ist schon was Schönes, dass wir so eine Möglichkeit hier haben, ne? So, dann gehen wir erstmal hier runter. Tempomat aus. Und einfach mal ein bisschen rollen lassen. Wir müssen Sprit sparen. Wird ja alles teurer. Die Preise werden ja hier auch immer wieder angepasst. Inwiefern die Preise jetzt, die Dieselpreise angepasst werden, ob da nach jedem Update oder nach gewissen Tagen oder ein Durchschnittswert der letzten, ach, ja, Wochen. Da irgendwie die Preise aktualisiert werden. Keine Ahnung. Wäre natürlich so ein richtiges Live-Service, wenn sie es wirklich genau machen würden, wenn du in Berlin tanken willst und die Durchschnittswerte von Berlin in dem Moment um 18 Uhr genommen werden. Ne? Das haben mir auch mal einige geschrieben, die würden gerne Live-Wetter haben. Ja, das ist halt das Problem. Wenn man jetzt ein Spiel hätte, zum Beispiel der Microsoft Flight Simulator, der ja, naja, so eine, wie eine 1 zu 1 Map ist, da würde es ja funktionieren, aber hier ist ja die Zeit auch ganz anders. Ja, es ist ja glaube ich 19 mal schneller, wie als 1 zu 19 ist, ne? Läuft ja das Wetter hier oder die Zeit ein bisschen schneller ab, ne? Daher, ups, fahren wir mal rüber. Kann man das jetzt nicht so eins zu eins übernehmen, ne? Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwo eine Möglichkeit. Oh, hier, das neue Feuerwehrfahrzeug da hinten, ne? Ja, das sieht auf jeden Fall schön aus. Das neue Feuerwehrfahrzeug sieht gut aus. Also, das ist eine neue Lackierung oben drauf, ne? So. Ach hier, Edeltraut funktioniert auch, ne? Und Katze funktioniert auch. So, sag mal, was ist denn hier los? Hier ist ja andauernd hier Baustelle.
Wir sind ja nur am Arbeiten. Was ist denn hier los? Was macht denn der Polizist da? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ich habe ja das ausgestellt, dass jetzt die Straßen gesperrt sind, wenn irgendwelche Sachen sind. Könnte man in dem Zuge eigentlich mal wieder ausprobieren. Oder hier mal einen Spezialtransport machen in der 1.50. Könnte man mal schauen, ob wir das machen. Naja. Die nächsten Wochen werden wir sehen, was dann hier kommt, ne? Ach, wird das schön. Wir haben auf jeden Fall noch eine ganze Menge hier abzufahren. So, jetzt ab nach Köln. Mal von einer ganz anderen Richtung hier reinfahren. So. Das bedeutet, wir werden hier noch sehr, sehr lange unterwegs sein. Wenn ich das hier angucke. Deutz, ach. Ach, jetzt wollte ich schon sagen, das ist Werk, oder? Warum heißt das Deutz? Das ist ja Zentrum Deutz. Das ist doch ein Stadtteil von Köln oder so, ne? Ich kenne das nur von der Euromapper. Die hatten ja auch irgendwie Deutz irgendwas drin. Hat das was mit dem... mit dem Hersteller irgendwas zu tun hier? Diesen Träger oder... Deutz, Fahren, Fahren, Faun? Das war da auch irgendwas. War da auch so ein... War das nicht der Elefant, der Schwertransport-LKW für die Bundeswehr? Was? Oh, man hat so in seinem Leben so schon so viele Sachen schon also mitbekommen, dass man oftmals wirklich sich fragt, man es sagt etwas, aber so richtig genau kann ich es auch nicht wiedergeben. So. Gut. Dann lassen wir es mal hier krachen. Vielleicht machen sie ja hier so ein Easter Egg hier noch rein. Wenn hier Karneval in Köln ist, dass die hier irgendwie in der Zeit des Karnevals hier irgendwie, weiß ich, so eine Jecken hier rumlaufen lassen. Wäre doch mal lustig, oder? Es gibt ja einige Spiele, die auf gewisse, ja, sag mal, Weihnachten eingehen, ja. Ich weiß gar nicht, irgendein Aufbauspiel, war das ein Anno gewesen? Da ist mir das erste Mal sowas aufgefallen, dann stand dann auf dem Marktplatz ein Weihnachtsbaum. Da dachte ich, ach, guck an, was ist denn hier? Finde ich eigentlich ganz in Ordnung, sowas. So eine Kleinigkeiten mit einfliegen zu lassen. So, guck an, wir sind in Köln. Die Straßen sind leer. Niemand ist auf den Straßen. Ups. Hier ist die Straßenbahn. Oh, sieht das cool aus, ne? Mit der Straßenbahn, das gefällt mir. Ah, wir hätten anhalten müssen, ich weiß. Ah. Oh, schon alles zu. Das ist eine Straßenbahn. Oh, und jetzt mit den Rollcontainer unten hinfahren. Und dann den Schutt abholen. Aber ich muss nur sagen, das ist bestimmt gar nicht so einfach, mit so einem Rollcontainer dann irgendwo rückwärts auf die Baustelle hinten reinzirkeln und dann das Ding noch abladen. Boah, das könnte ich mir jetzt schon irgendwo ein bisschen kompliziert vorstellen, ne? So, hier haben wir die Baustelle, die in Stuttgart ist. Ja. Ja, gut, man kann jetzt nicht alles neu machen, ne? Das ist natürlich klar. Hier ist noch die nächste Baustelle. Hier wird ordentlich gebaut hier in Köln. Oh, guck mal, ey, aber sag mal, was ist das für eine Straßenbahn? Die macht ja richtig Banane. Muss ein bisschen aufpassen, wo ich hier hin muss. Eieieiei. Oh, ich muss jetzt erstmal gehen, ey. Oh, der erste Tag, also heute hatte ich auch wieder ordentlich zu tun. Also jetzt am Montag, wieder früh aufzustehen. Ah, oh, irgendwie hatte ich keine richtige Lust. Ich war. Kennt ihr das, wenn ihr
So eine innere Uhr hat doch jeder, wenn ihr dann so langsam wach werdet und sagt, oh, jetzt muss ich glaube langsam aufstehen. Und dann in dem Moment guckst du so, oh, ist ja noch dunkel. Und dann brüllt der Wecker. Und ich so, nein, ich will nicht. Ja, da kann ich aber auch nicht hier mich rechts und links und tralala hops, das war noch 10 Mal hin und her drehen. Ich muss dann sofort aufstehen, weil sonst wird das immer schlimmer. Ja, das kannst du ja vergessen. So, dann sind wir gleich da. Grüne Welle. Naja, das zieht sich schon alles so ein bisschen hin, ne? Wenn man jetzt hier so lang fährt. Da hinten sehen wir den Kölner Dom. Ich habe schon mal davor gestanden. Wer von euch war schon mal in Köln oder hat sich da den Kölner Dom angeguckt? Ich war auch mal drinne. Ist ja wirklich beeindruckend, was man zur damaligen Zeit schon alles machen konnte. Ja, ich weiß gar nicht, wie lange sie eigentlich an den Kölner Dom gearbeitet haben, aber eine halbe Ewigkeit. Wie man das eigentlich so hinkriegt, mit den Steinen so bauen, dass das alles noch so hält, ne? Mit den Sandsteinen. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Die ewige Baustelle. Oh, und das alles im Namen des Glaubens, ne? Eieiei, ich wollte einfach mal nach außen schalten. Ey, was ist denn hier los, ey? Warum fahren die einfach hier drauf? Ja, es wäre schon cool, wenn hier noch ein bisschen mehr Leben hier auf dem Bürgersteigen wäre, ne? Also, wenn da auch... Jetzt hat man hier ein paar Fahrräder, ein paar Werbetafeln. Aber irgendwie fehlt noch ein bisschen Augen zu. Fehlt noch so ein bisschen Leben auf den... Ja, vielleicht kommt das alles noch, wenn die Engine richtig überarbeitet ist und man wirklich durch einen Schieberegler sagen kann, wie viel KI möchte man angezeigt haben. Fahrzeuge sowie aber auch andere Assets wie Passagiere und. Was ist denn das eigentlich für ein Gebäude? Warum ist denn da vorne eine Deutschlandflagge? Ist das irgendwo ein Verwaltungsgebäude oder sowas? In der Art. Darf man überhaupt noch die Deutschlandflagge zeigen hier? Oder ist es auch schon wieder Anmaßung? Man weiß es ja nicht. ja. Ist alles ein bisschen komisch heutzutage. Ach, guck mal hier. Hier sind die Datsche. Da sind die gestressten Leute von der Stadt, die fahren dann einfach ein paar Kilometer aufs Land. Und dann können sie da ein bisschen, ja, Unkraut jäten. Ich kann es mir gut vorstellen, wenn du so in einer Großstadt bist, dass du dann gerne einfach mal raus und dann in deinen kleinen Bungalow und deine Arbeiten dann zu erledigen. Ja, einfach mal eine andere Betätigung, mit den Nachbarn ein bisschen quatschen, sich zusammensetzen, dann gemütlich grillen, was trinken und dann das Wochenende da zu verbringen. Auf eine Art kann ich mir das gut vorstellen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, mit einem Campingwagen irgendwo hinzufahren, aber schlussendlich bin ich, glaube ich, nicht der Mensch dafür. Ja, weil Kosten-Nutzen-Faktor für mich nicht in der Relation steht. So ein Campingwagen, die kosten ja auch schon eine ganze Menge. Ausleihen, ja, aber selbst kaufen würde ich mir sowas nicht, weil das muss man jetzt über die Jahre mal betrachten, wie oft nutzt man das und wie günstig bist du dabei, wenn du so ein Gerät einfach ausleihst. Ich weiß nicht, wie teuer so ein Ding ist, in der Woche ausgeliehen oder in 14 Tagen nutzt man das ja mindestens. Wie teuer das ist. Und das müsste man sich dann wirklich, ob das 2000 Euro kosten, so ein richtig gut ausgestatteter Campingwagen,
wird ja bestimmt auch über 30, 40.000, ja. Dann kannst du ausrechnen, wie viel Urlaub du davon machen musst. Und dann musst du den noch versichern und ach, zur Reparation und. Ach, nee, und dann fährst du ja im Jahr nur 2.000, 3.000 Kilometer damit. Das ist, ja, ist glaube nicht für mich. Also, da bin ich zu sehr Kosten-Nutzen-Faktor. Da müsste man nur jedes Mittwochs Wochenende wirklich mit dem Ding unterwegs sein. Aber vielleicht macht man das, wenn ich mal Rentner bin, ja? Das ist nichts mehr. Also, wenn ich Rentner bin und mir einen Campingwagen kaufe, dann, Freunde, dann wisst ihr, dann bin ich nicht mehr so oft online am Wochenende. Gut, meine Freunde. Ja, war eine erfolgreiche Tour. Ich finde es auf jeden Fall schön mit diesem Abrollcontainer. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielleicht sehen wir uns morgen im nächsten Livestream. Lasst ein Däumchen da. Danke für den Support und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.